Herzlich willkommen zum Anlagefokus von der HIPI Lenzburg. Das mal zum Thema strategische Asset-Allokation. Strategische Asset-Allokation ist von absolut zentraler Bedeutung. Nicht nur, wenn es darum geht, Unternehmenserfolg zu feiern, auch wenn es darum geht, Anlageerfolg zu feiern. Wir stellen fest, dass letztendlich 70 bis 75% vom Erfolg darauf zurückzuführen ist, wie die einzelnen Anlageklassen miteinander kombiniert werden. Das ist genau die strategische Asset-Allokation. Weitere 20 bis 25% ist dann die Gewichtung von denen oder Über-Untergewichtung von diesen Anlageklassen. Und die einzelne Titelauswahl macht dann eher eine untergeordnete, oder spielt eher eine untergeordnete Bedeutung. Dass jetzt eben die strategische Asset-Allokation so bedeutungsvoll ist und weil es dort zwei, drei spannende Änderungen oder Anpassungen gegeben hat, geht es darum, dass wir in den nächsten Minuten das ein bisschen genauer anschauen tun. Wenn man die strategische Asset-Allokation machen will, dann geht es ja vor allem auch darum, dass man sich Risiko- und Ertragsüberlegungen macht. Ich möchte das darstellen am Beispiel der Zinsen der Schweiz. Auf der einen Seite haben wir dort nominale Zinsen, die in der jüngsten Vergangenheit wiederholt zurückgekommen sind. Gut, im letzten Jahr 2016 haben sie stabilisiert, sind sogar wieder leicht angestiegen, sind aber nach wie vor im negativen Bereich. Das für 10-jährige Staatsanleihen. Auf der anderen Seite haben wir Inflationsraten, die sind in der jüngsten Vergangenheit auch runtergekommen, haben historische Tiefstände erreicht, sind jetzt aber wieder deutlich am Steigen begriffen und sind in der Zwischenzeit bei 0,6 angekommen, das heisst wieder im positiven Bereich. Konsequenz, wenn man die beiden Zeitreihen miteinander verbindet, das sind dann die Realzinsen, das sind die effektiv Zinsen, die dem einzelnen Anleger in der Tasche bleiben. Und dort stellen wir fest, dass die auch in der jüngsten Vergangenheit weiter rückläufig sind und in den letzten Monaten sogar den Tiefstand erreicht haben. Was bedeutet das? Dass offensichtlich die Risikorenditenüberlegungen völlig verzerrt sind. Wir haben keine Renditemöglichkeit mehr bei diesen Anlageklassen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass die Risiken relativ gross sind, dass es offensichtlich zu höheren Zinsen und damit zu tieferen Obligationenkursen kommt. Mit anderen Worten, die Risikorenditenüberlegungen sind völlig aus dem Ruder gelaufen und müssen beständig neu beurteilt werden. Das wird und muss einen Effekt haben auf die strategische Asset-Allokation. Es kommt ein zweiter Faktor dazu. Zum Weiteren stellen wir fest, dass die Korrelationen zwischen den Anlageklassen, also der Gleichlauf von den Anlageklassen, in der jüngsten Vergangenheit alles andere als stabil ist. Wir haben Episoden, wo die beiden wichtigsten Anlageklassen, sprich Aktien und Obligationen, perfekt positiv miteinander korreliert sind. Das heisst, sie haben fast perfekten Gleichlauf nach oben und dann auch wieder nach unten. Und dann gibt es wieder Episoden, kurz darauf runter, wo die Aktien anziehen und die Obligationen sinken. Das sind auch wieder dramatische Änderungen gegenüber der Vergangenheit, wo die Korrelationen eigentlich weitestgehend stabil waren. Sie sind in der jüngsten Vergangenheit wieder sehr stark in Bewegung und das nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass die Zentralbanken da interveniert haben und weiterhin intervenieren tun. Es gibt auch andere Faktoren, die man berücksichtigen muss. Konkret möchte ich darauf hinweisen, dass eben die Lebenszyklus-Hypothese auch einen Effekt hat, ob man die richtige strategische Asset-Allokation wählt oder wie man die strategische Asset-Allokation wählt. Konkret, wenn jemand ein Häuschen bauen will, dann kann er nicht sparen, dann braucht er das Geld, dann wird er andere Anlagen tätigen als umgekehrt. Wenn jemand Geld verdient, also nach wie vor arbeitstätig ist, dann hat er ein anderes Einkommen und wird anders anlegen als jemand, der eben das reguläre Einkommen nicht mehr hat, sondern tendenziell eher vom Ersparten lebt. Das sind Sachen, die ganz unterschiedlich sind über den Lebenszyklus, über das Leben, das gesamte Leben verteilt und dem muss man Rechnung tragen. Und zu guter Letzt stellt man fest, dass man in solchen strategischen Asset-Allokationen immer mehr alternative Anlagen investieren tut. Die haben ganz andere Liquidität, das ist ganz anders handelbar und das führt dann auch wieder zu Risikorenditenüberlegungen. Mit anderen Worten,
Die strategische Asset-Allokation, das ist eine zentrale Frage. Das ist eine Frage, die sich alles andere als stabil darstellt. Da muss man Prognosen treffen, da muss man Anpassungen vornehmen. Wir glauben, dass wir dafür eine gute Lösung gefunden haben in der ausgewogenen Mandat. Das sind zwei Gründe, die uns dafür sprechen lassen. Erstens die breite Diversifikation, die hilft immer. Und zum anderen ein aktives Management von diesen verschiedenen Anlageklassen, indem wir eben die taktische Asset-Allokation auch sehr sensitiv einsetzen dürfen. Das wäre es für uns. Wir wünschen noch gute Zeit und sehen uns wieder in zwei Wochen mit einem Konjunktur- und Finanzmarktausblick.